Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, bevor wir mit dem eigentlichen Video loslegen, kurz eine kleine Information, eine technische Sache. Wenn alles funktioniert, ist das hier das erste Video, das ich hochladen werde in 4K. Wenn es nicht funktioniert, lade ich es in 1080p hoch. Also so wie ihr das sonst auch immer gewohnt seid. Diejenigen, die mit diesen technischen Daten nicht so viel anfangen können, ich nehme jetzt eigentlich auf in der Auflösung von, ich glaube, 3840 mal 2160 Pixeln. Das ist also die vierfache Größe, die man sonst von Full HD gewöhnt ist. Ja, Hintergrund ist, ich habe einen neuen Monitor und ja, eine Grafikkarte, die das eigentlich. Ja, zumindest bei diesem Spiel hinkriegen sollte, habe ich auch. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie das funktioniert. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in 4K euch das anzusehen, würde ich mich sehr über ein bisschen Feedback freuen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem, was wir eigentlich vorhaben. Hier habt ihr gerade mich gesehen. Wahrscheinlich hole ich jetzt gerade was zu essen. Bin ja eigentlich noch krank und ja, hab's so gerade eben überlegt im letzten. Können wir mal kurz auf die Vitalwerte schauen. Da 42 HP, habe noch meinen Hitzeschlag. Für die, die es nicht gesehen haben, wir haben hier einen Kupfervulkan, den ich analysiert habe, während er gerade ausgebrochen ist. Und es wurde sehr heiß, sagen wir es mal so. Ich habe selber nicht gesehen, was die heißeste Temperatur war. Es sind jetzt immer noch 400 Grad und es wird noch deutlich höher gewesen sein als das, was hier jetzt noch. Vorher schon, man sieht, dass das Kupfer hier 1000 Grad immer noch heiß ist. Ja, wir haben Glück gehabt, dass wir es überlebt haben. Der Anzug ist übrigens geschmolzen. Das habe ich nicht gesehen, aber hat, ich glaube, Luis war es, der es mir in die Kommentare geschrieben hat. Ja, darum brauchen wir auch für diesen hier einen neuen. Den liefern wir mal gerade und was wir jetzt auch machen. Wir stellen hier alle auf 9, damit die auch mal repariert werden, weil wir hatten teilweise schon das Problem, dass wir hier Wasserstoff oder verschmutzten Sauerstoff oder sowas hatten und dann werden die halt beschädigt und wenn man die nicht repariert, funktionieren sie irgendwann gar nicht mehr und manche, so wie dieser zum Beispiel, der ist schon ja, ziemlich kaputt. Gut, dann hier, Erdgas ist nach wie vor sehr viel. CO2 hier leider auch, das ist nicht so gut. Da werden wir uns auch drum kümmern. Was wir auf jeden Fall mal eben machen können, ist hier die beiden Polymerpressen wieder einschalten, dass die hier mal wieder in Betrieb gehen. Die haben jetzt lange Zeit nicht gelaufen, die sollten mal wieder los. Ich muss gerade mal eben überlegen, was sonst noch für Kommentare hatte, die ich jetzt eventuell vergessen habe. Das mit dem Anzug hatten wir. Ach so, genau. Ja, und zwar wollte ich ja hier einen, oder der Vorschlag kam von euch und ich finde ihn gut, deswegen möchte ich das auch gerne machen. Das war hier mal einen Raum bauen, da legen wir auch direkt los. Ja. Die Felder hoch. Bauen wir erstmal hier im Zweifelsfall. Falls das zu groß ist, reißen wir noch wieder ein bisschen was ab. Von der Tür. Sollten wir hier graben. Ich bin total begeistert von der neuen Auflösung. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel besser noch aussehen kann. Ist ja dasselbe Spiel, aber dieser neuen Auflösung. Wahnsinn. So. Hier aussetzen muss hier noch ein. Okay. Jo, ich würde sagen, wir lassen das dann hier mal bauen. Den Druck haben wir hier. 2,3, okay. Können oder wir sollten hier Gasabzug pushen.
will nicht wissen, wie oft ich das schon getauscht habe. Wieder einen normalen, dann wieder einen Hochleistungs-, wieder einen normalen und so weiter und so fort. Achso, hier war mir noch was aufgefallen. Das zeige ich euch mal schnell. Und zwar sind diese Rohre hier aus Matit. Die anderen hier eigentlich auch. Ne, die sind Abyssalit. Also im Grunde ist dieses Rohr, was hier, wo kann man es ein bisschen besser sehen, dann hier runterläuft, ist nicht aus Abyssalit gebaut. Das müssen wir natürlich ändern, weil, ich zeige euch mal kurz die Temperatur hier, das war überall so kalt, wie es hier war. Und da ist nicht mehr viel von übergeblieben. Daher einmal eine Leiter gebaut, dann können wir die Leitung hier austauschen. Genommen können wir einen Teil davon ja jetzt schon. Das kann ja schon passieren. Gleich mal hier ordentlich durchwischen, aber es geht ja. So, wir lassen die mal arbeiten. Jetzt wahrscheinlich, ja doch, habe ich doch mit 9 gemacht. Okay. So, diese hier war noch in Wurzeln, das mache ich noch mal schnell, ich zeige euch auch warum. Wir hatten hier das Problem, wenn wir hier Tiere, ja hier ist noch eine, sehr gut, hier Fallen bauen, dass die immer beschädigt werden aufgrund der großen Hitze. Dasselbe Problem werden wir hier haben, weil bei 75 Grad überhitzen die, wir haben hier 74. Das ist ein bisschen wenig Spielraum. Darum stellen wir hier mal zwei Blumentöpfe auf, damit wir hier die Keuchwürze einpflanzen können. Damit es eben hier ein bisschen abkühlt und wir dann hier Tierfallen aufbauen können, die auch funktionieren. Lassen wir ein bisschen schneller laufen. Schauen, ob wir hier schon. Oh ja, wir haben schon eine Überschwemmung. Können wir hier hingehen? Rohre. Geht. 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 Da müssen wir eine Brücke bauen. Ja, Richtung. Und so, und jetzt können wir natürlich, oder was heißt können, sollten wir hier Ganzes auf. Schon einiges. Da kann ich. Ja, jetzt ist Nacht. Hier immer noch Rückstau, obwohl hier der Leitung eigentlich wenig ist. Das macht hier noch eine Brücke bauen von der vollen Leitung zu lernen, dass wir das, was von hier kommt, auch beide aufteilen. Ja. Machen wir. Eins. Und Nummer zwei. So, was gab es denn noch an Kommentare? Also diesen Raum hier werden wir uns auch noch vornehmen. Das passiert vielleicht schon morgen. Ich habe da von dem Louis was bekommen. Respekt dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel Mühe da reingesteckt hast, so eine Zeichnung zu machen. Also ich war baff, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Wahnsinn. Das war echt, echt gut. Ja, aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es das morgen am Montag zu sehen. Können wir auf jeden Fall schon mal ausnehmen, dass wir dann hier später einstellen können. Wichtiger ist erstmal, ups, die untere Reihe hier, damit wir nämlich die hier anfangen können auszusetzen. Den Raum können wir dann danach noch abschließen. Das ist nicht so die Priorität. Da geht es dann eben nur um den Raumbonus und dass wir
Pflegestation nutzen können. So, hier können wir schon mal gucken, passiert hier was? Oh ja, 54 Grad. Genau das, was wir wollten. Hier nochmal 1, 2, 4 Tierfallen. 4, 6, 8, 14, 8. Okay, das heißt, ab dort, was glaube ich, müssen wir graben. Dann haben wir 24 mal 4 Felder den Raum, dann ist er 96 groß. Die maximale Größe, die wir für, heißt es noch gleich, für einen Stall haben dürfen. Und dann können wir hier nämlich 8. Ist extra runterbringen. Stimmt. Mal die Priorität hoch, dass die dann auch bedient werden. Ja. So, jetzt testen wir noch. Achso, ich habe mir extra eine Notiz gemacht, damit ich das nicht immer vergesse. Endlich hier die Anzüge mal mitzuteilen. Warum wird der denn nicht? Mysteriös. Da sollte sich auf jeden Fall jemanden einen Anzug abholen. Einen weiteren Kommentar, auf den ich gerne eingehen würde. Ich glaube, es war auch. Also diese Idee hier kam im Übrigen als erstes von Kerstin, das soll nicht unerwähnt bleiben. Und ja, die anderen sind da auch gleich mit aufgesprungen. Also das machen wir auf jeden Fall. Ich würde da gleich auch gerne noch was anderes zu zeigen zu diesem Raumdesign, aber das machen wir gleich. Jetzt gehen wir hin und bauen hier mit 7. Ups. Und zwar sage ich da gleich was zu, oder mache ich parallel, während ich hier baue. Es kam die Idee mit den Gasleitungen, warum wir hier nicht messen sie noch gleich. Hochdruckgasabzug bauen. Werden wir jetzt hier machen. Zusammen mit einer Gasleitung, die hier hochgeht. Das hier wird unser Versuchsraum. Noch Gitterziegel rein mit einer weiteren Tür. So. Und zwar würde ich ganz gerne jetzt diesen Raum nämlich auf den Druck von 20 Kilogramm bringen. Da gab es von Luis den Hinweis, glaube ich. Ich hoffe, dass ich jetzt immer alles so richtig habe. Ich kann mir das manchmal auch so viel, dass ich mir das nicht alles sicher merken kann. Also verzeiht mir, wenn da mal was durcheinander kommt. Dass die sterben, wenn die in einem Raum sind, wo der Druck 20 Kilogramm ist. Werden wir hier testen, indem wir nämlich hier einen Hochleistungs- oder Hochdruckgasabzug bauen. Ich gerade denke, diese zweite Tür, die ist auch Schwachsinn, weil. Druck kann ja hier, na ist egal, wir bauen sie jetzt trotzdem. Der Druck kann hier trotzdem rausgehen. Aber wir haben hier unten. So, dass wir hier dann Slickstar aussetzen. Um zum einen gucken, stirbt er oder kann er das überleben bei dem hohen Druck? Und zum anderen weiß ich, dass es in vorangegangenen Versionen so war, dass der, wenn der Druck zu hoch war, also zu viel CO2, dann haben die Slickstar den nicht mehr gefressen. Und ich befürchte, dass das immer noch so sein könnte. Und ja, deswegen auch das werden wir hier dann testen. Also wenn er nicht stirbt, dann ist das gut. Dann können wir das direkt testen. Wenn er doch stirbt, dann ja, müssen wir halt die Türen öffnen, den Druck ausgleichen lassen. Und lassen den dann bis, keine Ahnung, 10 Kilogramm schließen, dann die Tür und setzen dann wieder einen aus, um zu gucken, stirbt er dann auch noch. Und falls nein, also wir wiederholen das so lange, bis er nicht stirbt, verringern den Druck immer weiter. Und wenn er dann nicht mehr stirbt, dann gucken wir eben, bis zu welcher Menge CO2 frisst er das und wann stellt er das ein. Also wird so eine kleine Art Versuchslabor. So, hier wird jetzt das untere ist fertig, das ist gut. So, das hochsetzen, ich weiß nicht so ganz warum hier. Ach, da wird schon gearbeitet, okay.
Dann sollte das ja gleich losgehen, dass wir die ersten aussetzen. Ich würde jetzt gerne zu den, wie gerade schon angekündigt, zu diesem Raumdesign noch was sagen. Aber erstmal, wenn mir gerade so ein. Schau ich noch mal eben. Zwei. So. Komm mal, hier einmal. So. Und zwar ist es so, wenn wir diese Räume so bauen würden, selbst wenn wir sie jetzt übereinander bauen, noch drei, vier Stück. Oder nebeneinander, oder ja, man hat auf jeden Fall längere Wege. Man muss hier raus, wieder runter, weiter noch wieder runter und noch wieder runter, oder im schlimmsten Fall sogar von hier durchlaufen zum nächsten Raum, durchlaufen zum nächsten Raum. Man hat sehr weite Wege. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ja vielleicht auch sinnvoller wäre, das Ganze so zu bauen, dass man die Räume im Grunde hochkant baut. Man müsste hier halt dann. Ich sag mal, bei Leitern vorübergehend bauen oder ne, man kann es ja für den ersten Raum müsste man zwei Leitern bauen und für alle anderen könnte man es ja so machen, dass man dann hier eine baut, wo man die Mauer baut, in der nächste Raum kommt, hier wieder eine Leiter hin und das halt immer so dann erweitern würde. Machen wir es auch mal komplett. Ja, Türen rein. Auf dem Boden. Also ihr seht, worauf das hinausläuft. Dann könnte man hier einfach die Pflegestationen reinsetzen. Hier und so weiter. Out. Aussetzer. So. Au. Die Leiter wird man natürlich abbauen, wenn der Raum einmal fertig ist. Die wird jetzt nicht bestehen bleiben. Mach sie auch mal weg. Wenn wir schon dabei sind. So, das hätte jetzt den Vorteil, man hat eben für unsere Duplikanten, anstatt dass die von hier nach hier rennen müssen und nach hier rennen müssen und nach hier rennen müssen, man behält so kurze Wege. Das heißt, der kommt von hier, rennt hier rein, rennt vielleicht zur nächsten, weil das kommt ja auch noch dazu. Die machen das ja, wenn man mehrere Pflegestationen hat, nicht zwingend so, dass die einen Raum komplett abarbeiten. So, dann geht es zum nächsten und zum nächsten, sondern er fängt hier an, rennt zu dem Raum, rennt zu dem Raum, rennt ganz zurück zu diesem, rennt ganz wieder nach hier. Also das könnte man eben, wenn man das so macht, sehr viel oder deutlich verkürzen und schneller machen. Den einzigen, also hier natürlich auch noch gerne ergänzt mit, ne, mit Räumern, wo wir dann hier das noch so machen. Hier haben wir einen Behälter, wo Magmatit meinetwegen ankommt, wird fallen gelassen, die Hatches fressen das. Erzeugen schön viel Kohle, die können wir hier direkt wieder einladen und geht woanders hin. Ne? Also so könnte man das Ganze noch weiter verfeinern. Den einzigen Schwachpunkt an dieser Geschichte, der mir einfällt, ist, dass es, da wir ja dann 8 Hatches hätten, die auf diesem kleinen Weg laufen, dass die vielleicht eher mal durch die Türen mit durchflitzen, wenn da jemand durchrennt. Ich ja, bin fast gewillt, das irgendwann mal zu testen. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr noch weitere Ideen habt, an was vielleicht nicht funktionieren könnte, oder ob ihr sagt, das ist eine super Idee. Das will ich vielleicht sogar auch testen. Ja, ihr habt gesehen, wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht habt ihr auch noch Verbesserungen, dass ihr sagt, macht das doch so oder ja, wie auch immer. Schreibt mir dann gerne dazu auch was in die Kommentare. So, hier können wir mal gucken. 96 Felder. Ich habe mich also nicht verzählt. 4 Stück haben wir schon drin, dann bauen wir mal hier weitere Fallen. Ja. Oder wenn wir hier gleich 8 Snixer haben, ja, dann natürlich auch noch zähmen müssen. Weil dieser Raum hier entsteht. Schön. Mal beides auf 9, dann kann nämlich das loslegen. Hier müssen wir dann natürlich irgendwann mal deaktivieren, wenn das Ganze funktioniert. Ja, das heißt müssen, sollten. Hier den Rückstau. Wir haben jetzt in dieser kurzen Zeit ist das hier auf 47 Kilogramm angewachsen. Also Wahnsinn. Auch schon 5,5. Also ihr seht das. Das ist hier eine CO2-Erzeugung, die absolut. Und es laufen nur 2 von 4. Absolut seinesgleichen sind.
Oh, hier. Ah, jetzt habe ich es verpasst. Nämlich noch nie gesehen, wie ein Slickster hier gepflegt wird. Auf jeden Fall kann der ja sogar lachen. Okay. Da habe ich auch Verstärkung geholt. Nee, doch nicht. Puh. Oder doch? Ja, es fehlte nur die Animation. Ja, damit kann er hier weitere anlocken. Ich würde ganz gerne mal. Ja, die liegen da drauf. Die nicht so wie die Hatches, die sich hinsetzen. Die es. Das sieht ja cool aus. Die Slickster legen sich hin. Ja, sehr geil. Ja, der ist dann da in seinem. Schauen. 90, 62, 46, 100, 51, ja, es dürfte dann noch ein, zwei Zyklen dauern, bis wir den ersten gezähmen. Das hier, ja, da wird sich der Druck jetzt schon langsam erhöhen. Gut, das läuft dann ja eigentlich alles wie gewollt. Das hier, aber gut. Aber den ersten Teil der Leitung haben wir schon. Jetzt müssen wir diesen hier dann noch machen, wenn die Leiter mal. Also wenn die Treppe. Nee, Treppe nicht Leiter. Alter. Och, es ist spät hier. War heute den ganzen Tag unterwegs, hab das schöne Wetter genossen. Also wenn ihr dieses Video seht, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs am Samstag. Schönes Wetter. Es wäre noch schöner gewesen, wenn diese Vorkommnisse am Nachmittag in Münster nicht gewesen wären, aber sowas gehört leider in unserer Welt dazu, aber davon, da wollen wir jetzt hier nicht weiter drüber sprechen. Das gehört hier nicht hin. Gut, ich würde sagen, bevor das Video zu lang wird, ich mache hier mal Ende. Bin gleich sehr gespannt, ob das mit der Aufnahme so funktioniert hat, wie ich mir das wünsche. Und ja, sag danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir hören uns morgen. Danke und bye bye.